Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute gibt es mal wieder ein kurzes Unboxing, und zwar heute Unboxing Zubehör Heißluftfritteuse oder Airfryer. Mal schauen, ob man sowas wirklich braucht, ob das wirklich nützlich ist. Und ich möchte euch heute mal ein paar Sachen zeigen, die ich hier erstanden habe. Hier habe ich erstmal den Preis, also ich habe für knapp 32 Euro dieses Paket erstanden. Da sind verschiedene Sachen drin, die nützlich sein sollen für den Airfryer. Schauen wir mal. Davor ist natürlich erstmal Ausmessen angesagt. Ihr müsst erstmal euer Gerät ausmessen. Ich habe hier Ninja, meinen Einsatz hier, und der ist 26 breit ungefähr und so knapp 10,5 cm hoch. Bei den Ninja allerdings müsst ihr ein bisschen aufpassen, die Töpfe, die Einsätze sind ja alle anders. Ihr seht hier, der verjüngt sich hier so ein bisschen. Und wenn man das nochmal ausmisst, dann sind das ungefähr 1,5 hier nochmal vom Rand. Also müssen wir insgesamt 3 cm abziehen in der Breite. Macht also 23, die man zur Verfügung hat. Ich hatte auch noch hier den Philips Airfryer. Das Modell habe ich euch oben reingeschrieben. Der ist ungefähr gleiche Breite. Der so um die 27 ist ein bisschen breiter, aber ansonsten ungefähr gleich. Hier seht ihr bei dem Boden, müsst ihr ein bisschen gucken, und da ist so ein Teil hinten, so eine Lasche. Da müsst ihr natürlich vorher ausmessen, ob das, was ihr da kauft, da auch wirklich reingeht. Ja, drittes Gerät, was ich hier noch zu Hause rumstehen habe, ist die Actifry. Ja, und bei der Actifry seht ihr, die hat in der Mitte da so eine Halterung für den Rührarm. Und ja, da gibt es natürlich kein Zubehör. Da gibt es eine extra Pizzapfanne, verlinke ich euch oben. Ja, was haben wir im Karton? Airfryer Accessories Family Airfryer, also was für die ganze Familie. Boah, steht noch mehr auf dem Karton. Dann haben wir hier nochmal so ein Bild vom Drahtgitterkorb. Gucken wir uns gleich an. Das Ganze soll angeblich dazu führen, 25% schneller kochen, 80% weniger Fett. Ja, und hier noch ein Bild. Fröhliche Familie, immer gut für Werbung und so ein paar Gerichte, die wohl hier gemacht worden sind. Mal gucken, was noch drin ist. Und ich beschleunige mal das Auspacken. Ja, da ist so ein kleines Rezeptheft drin. Auch vorne mit einer Beschreibung, was an Content, an Inhalt in der Kiste ist. Das finde ich immer ganz gut. So für Anfänger und zum Starten. Das ist jetzt nicht berühmt, aber ist nicht schlecht. Das sind 22 Seiten insgesamt. Und auf diesen 22 Seiten habt ihr so ein paar Anregungen. Vor allen Dingen auch mit Gewichtsangaben. Aber natürlich alle in amerikanischen Maßen. Ja, ich habe mal ausgepackt. Was ist drin? Ihr seht es hier, da sind schon so ein paar Teile, die in diesem Standardpaket hier drin sind. Wir fangen mal an mit dem Topf hier. Das ist so ein Backeinsatz soll das wohl sein. Und dieser Topf, der hat, wenn man den hier ausmisst, knapp 18 cm ungefähr und in der Höhe so gute 7 cm. Also da könnt ihr immer schon mal überlegen, passt das in mein Gerät rein? Sollte in die meisten Standardgeräte aber reingehen. Zweites Teil ist so eine Art Pizzapfanne, würde ich das Ding nennen, Pizza oder auch zum Bacon anbraten. Ne, von den Maßen her, wenn wir die ausmessen, die ist ein bisschen breiter, die ist 18,5, gut im Durchmesser und von der Höhe her so um die 2 cm, alles so circa Angaben, also auch da könnt ihr schauen. Was ist noch drin? Es ist noch drin hier so eine Silikonmatte. Das ist immer praktisch. Silikonmatten kann man immer gebrauchen als Untersetzer. Da passt natürlich genau der Topf drauf, da passt genau die Pfanne drauf. Das ist praktisch. Das kann man tatsächlich gut nutzen, wenn man das heiße Ding auf den Tisch stellen möchte. Dann habe ich hier sowas, das sind 100 Stück, das ist Backpapier. Geht nicht in den Topf, weil der ein bisschen kleiner ist innen. Aber wenn man so ein bisschen frickelt, geht das ganz gut in die Pfanne. Ich habe das auch schon ausprobiert, kann ich jetzt schon sagen. Das klappt wirklich gut und das Backpapier funktioniert. Das ist ganz tricky. Ja, dann haben wir hier nochmal so ein Gestell. Keine Ahnung was, das ist wohl so ein Toastgestell. Gucken wir uns nochmal im Detail an. Dann haben wir hier ein Drahtgittergestell, was man unten in den Airfryer reinstellt, in die Heißluftfritteuse. Und da kann man dann oben drauf den Topf stellen oder auch die Pfanne. Das Gitter hat auch so um die 20. Dass es ein bisschen breiter geht, also gut zumindest in die beiden Geräte rein, die ich ausgemessen habe, Ninja oder auch in den Philips. Und natürlich kriegt ihr auch die Pfanne drauf. Ne? Das ist ganz schön, wenn ihr grillen wollt, eine Pizza, und die ein bisschen weiter nach oben kommen soll, damit sie näher zur Heizspirale ist beispielsweise, dann ist so ein Aufsatz ganz gut, damit die Luft gut zirkuliert. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir hier nochmal so ein Drahtgestell. Ja, das fand ich so ein bisschen frickelig. Da sind die Skewer dabei, so Spieße, und ihr seht schon, das ist so ein bisschen Puppenstube für mich. Meine dicken Finger, ich habe schon Schwierigkeiten gehabt, diese wirklich kleinen Spieße da auf dieses Gestell zu kriegen.
Also ob ich das wirklich benutze, weiß ich noch nicht, aber das ist wohl die Idee. Ihr seht schon, das fällt immer runter. Sollen wohl so kleine Spieße sein, Fleisch, Gemüse, was auch immer. Also ein weiteres Drahtgestell. Dann haben wir hier was, was ich in Deutschland bisher nicht kannte. Das ist so eine Form für Egg Bites. Also wenn man da Eimasse reinfüllt, kommen da also Rühreikugeln raus. Da ist ein Deckel dabei, der ist nicht hitzebeständig, der ist wirklich nur für den Kühlschrank. Ich habe mal als Beispiel hier so eine Cupholder-Form, so eine Einzelform, die habe ich, glaube ich, mir ein paar gekauft, mal daneben gehalten. Dann seht ihr, das ist ungefähr die Größe von so einer Muffin-Form. Kann man Eiermasse reinfüllen oder auch gehacktes, habe ich jetzt gesehen. Schauen wir mal, probiere ich auf jeden Fall aus. Ja, dann haben wir noch so ein paar Spachtel dabei, die sind allerdings ja jetzt nicht so hochwertig, ne? Also das ist wirklich dünnstes Plastik, aber ja, für den Preis, ne? Knapp 32 Euro alles in allem, muss jetzt ja auch keine Riesenkräfte aushalten, kann man gebrauchen. Diese Dinger hier allerdings halte ich für sehr kritisch, das sollen wohl, ja was ist das, so Fingerlinge. Also am Anfang habe ich gedacht, das ist fürs Puppentheater, ne? Oh ja, also erinnert mich ein bisschen an Kermit, nur in Blau. Ich zeige euch nachher mal, was ich von den Dingern halte. Also die sollen dafür da sein, heiße Sachen rauszuheben. Dann haben wir dabei Pinsel. Pinsel, selbe Motto, Pinsel kann man nie genug haben. Ne? Zum Auspinseln, egal wie viele ihr habt, entweder sind zwei in der Spülmaschine, andere drei sind dreckig, also Pinsel braucht man immer. Auch so kleine Spatel sind wirklich praktisch. Hier auch eine Seite ist eckig, eine Seite ist rund. So kommt man auch wirklich in die Ecken von dem Topf, von der Pfanne. Finde ich okay. Dann haben wir hier nochmal so eine Art Löffel. Ja, da war ich so ein bisschen kritisch. Ihr seht jetzt hier, wenn ich ihn so ein bisschen quäle, dann kommt da schon unten dieser Metallstab raus, der da drin verbaut ist. Ist jetzt vielleicht auch nicht fair, ist ein bisschen heftig, was ich hier mache. Aber ihr seht eben, das ist jetzt alles nicht Riesenqualität, aber bestimmt zu benutzen. Ja, was immer wieder geht, eine Zange gilt wie für die Pinsel. Zangen kann man nie genug haben. Ne? Zangen braucht man immer wieder. Und das hier ist wirklich so eine Standardzange, die kennt ihr wahrscheinlich vom Grillen auch. Ne? Standardsystem, rausgezogen. Arretiert, reingedrückt, ist sie offen, finde ich okay. Ja, und dieser Rührbesen hier, der ist erstaunlich massiv, der ist Vollmetall, das ist fast das wertigste Stück in der ganzen Sammlung hier. Ne, den kann ich also nicht verbiegen, nicht verdrehen, selbst mit Gewalt nicht, das ist okay, das kann man gebrauchen. Dann haben wir hier dabei so ein paar Puppenlöffel, also die Dinger, naja, erstmal kann man faktisch die Schrift nicht lesen, also ich könnte damit nichts anfangen. Da denke ich mal, das ist jetzt nicht so der Hit, ist eine Spielerei. Wenn ihr was haben wollt zum Abmessen, vor allen Dingen für amerikanische Maße, kauft euch hier für wirklich wenig Geld ein paar Metalllöffel, so einen ganzen Satz. Da habt ihr alles dabei, da habt ihr auch schon die Maße mit vorne, die ihr auch lesen könnt. Ja, jetzt schauen wir mal, geht das auch rein? Zumindest einmal, wenn wir den Test machen. Ich gebe jetzt hier den Topf, diesen Backtopf in meine Ninja-Form. Ja, es geht gut. Und ihr seht, da ist reichlich Platz. Da ist wirklich reichlich Platz. Also wir haben eine ganze Menge hier an Rand noch. Ihr seht hier, nicht schütteln, nicht großartig bewegen, macht man aber wohl auch kaum. Und jetzt können wir natürlich auch hier das Gitter einsetzen in die Ninja-Form und dann oben drauf den Topf oder die Pfanne setzen. Das geht also gut, passt gut rein. Seht ihr, hat auch noch Luft, bewegt sich. Ihr müsst ein bisschen aufpassen hier, die haben Metallfüße. Beide Gitter haben Metallfüße, also Achtung, wenn ihr die bei euch in die beschichtete Form setzt, dann müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr die Dinger nicht rutscht oder hin und her schiebt, dann zerkratzt ihr euch unten die Beschichtung. Passt aber gut, ihr seht hier, der Topf geht rein und auch mit dem Gitter unten drin, wenn ich jetzt oben mal so die Pizzaform als Test auflege, ist das plan. Also steht nicht über der Topf, sondern das passt wirklich gut in meine Form rein. Ne, ihr seht hier also immer noch wirklich oben Deckel zu, das funktioniert, das ist okay. Da habe ich schon Shakshuka gesehen, mal gucken, Shakshuka im Airfryer, mache ich mit dem jetzt mal. Natürlich geht auch unsere Pizzapfanne hier rein und auch das habe ich schon ausprobiert, kann ich schon sagen, das funktionierte wirklich ganz gut, auch mit diesem Backpapier. Das fand ich schon ganz sinnvoll. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir jetzt hier diese merkwürdigen Handschuhe, die ich echt kritisch finde. Ihr seht jetzt hier schon auf der rechten Seite, mein Topf wäre jetzt mega heiß, 180 Grad, 170. Ich versuche was rauszuholen. Ich würde mich gleich furchtbar verbrennen, weil diese Dinger viel zu kurz sind. Also ich halte sie für echt gefährlich. Weg damit. Also nehmt richtige Handschuhe und nehmt was ordentliches, was ihr auch sonst zum Grillen nehmt, für einen Smoker, was auch immer, damit ihr wirklich eure Hände geschützt habt. Denn der Topf außen wird wirklich richtig heiß, muss man nicht so ein Billigzeug nehmen, um sich zu verbrennen. Also diese anderen Aufsätze waren nichts.
Ja, was geht noch? Dann haben wir natürlich jetzt hier auch diese Skewer-Form, diesen Skewer-Halter mit den kleinen Stäbchen, den kleinen Grills. Auch hier aufpassen, die Dinger sind wieder aus Metall. Auch hier geht dasselbe wie vorhin. Nicht rutschen, nicht rücken, ihr zerkratzt euch sonst den Topf. Ne? Also auch wenn, dann vorsichtig reinstellen, falls ihr Spieße machen wollt. Ansonsten macht es euch kaputt. Ja, was haben wir noch hier? Dann haben wir hier eben diese Eggbite-Form. Nochmal, klar, der Deckel ist nicht hitzebeständig, also nicht mitmachen, nicht mitgrillen, dann schmilzt ihr euch gleich die Eier ein auf euer Eggbite, auf der Eggbite-Form. Und ihr seht hier, das sind jetzt 7 Eggbites. Das ist eine ganz ordentliche Größe. Und das werde ich sicherlich ausprobieren. Ist neu. Ja, auch diese Eggbite-Form geht natürlich auf den Aufsatz, damit die ein bisschen weiter nach oben kommt, damit die Luft zirkulieren kann. Ist okay. Ja, jetzt sind wir wieder bei diesem Toaster hier oder Toasthalter. Und der ist wirklich gefährlich. Also wenn ihr euch das anguckt hier, dann hat der einen verdammt scharfen Rand. Also ich habe mich nicht geschnitten. So schlimm ist es nicht. Aber das ist schon scharf und ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert, wenn ich das Ding jetzt wieder in die Form stelle und dann schön hin und her rücke. Da zerkratze ich mir wahrscheinlich den ganzen Boden. Werde ich nicht benutzen. Ja, bin ich zufrieden. Also ich finde die Formen hier, die ich euch hier aufgezeigt habe, sind alle in Ordnung. Die kann man benutzen. Das ist okay für das Geld hier. Da würde ich sagen, die 32 Euro sind wirklich okay. Vieles wird man haben, trotzdem nicht schlecht. Also da kann ich nicht meckern mit dem Rezeptheft. Was gar nicht geht, ist der Toaster. Was gar nicht geht, sind diese Plastiklöffel. Und das hier geht überhaupt nicht. Aber ansonsten finde ich, ist das okay. Ich denke, ich bin zufrieden. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.